Jetzt hängt der Schlawine da rechts schon wieder. Onward. To war. Time for a reckoning. It is time. Das schafft er nicht mehr von der Distanz. Das ist gut, euch geht's gleich ein bisschen besser. I grow yes. Restless. The throng agrees. Why is there Groby scum in my presence? Wo? Wer? Warum? Na, immerhin haben sie mit Krieg erklärt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, direkt seine Armee wurde zerstört. Hab ich dich, du Arsch! Da wollte er wieder durchs Tunnelnetzwerk abhauen. Übrigens platzt gerade meine Blase. Übrigens total super mit den langen Bärten, dass die diesen Bonus geben auf Führerschaft. Dwarf Warriors, we demand blood. Dwarf Warriors, for the Kara's Anchor. Group created. Quarrelers. Dwarf Warriors. Vengeance. Ach, ihr seid eine Truppe Langbärte, die noch hier unten rumsteht. Naja. Habe ich euch wohl leider übersehen. Kill Orks! So viele wie geht. Ja, ich muss aufs Klo, aber ich mache jetzt die Schlacht. Das Beste ist, er muss angreifen. Für jeden toten Zwerg töte ich drei neue Orks. Kazook! To the forge! To the Kara's Anchor! Select target! The runes glow! Tja, da seid ihr schön meine Bogenschützen zwar reingelaufen mit euren Wölfen. Und du willst dich mit meinen beiden prügeln, direkt vor der Armee. Yes.
Ist denn seine Truppe gerade in einem toten Winkel? Oh oh, mein Runenkrieger ist geflohen. Naja, aber mein Zwerg hält immer noch gut durch. Den sein Held feed auch gerade. Na, kommt daran. Da kommt Slayer. Nehmt mal den Ork-Häuptling auseinander. Das war's. Vorsicht, stellt den Beschuss ein. Wir müssen jetzt auch nicht irgendwelche Gegner verfolgen, weil die sowieso alle tot sind bei den Schlachten. Eigentlich. Ja, alles auf Null runter, weil wir den abgefangen haben. Das ist das Risiko, wenn man die Höhensysteme benutzt. Endlich sinkt das hier oben ein bisschen. Anat, yes. To die in battle for the wisdom of Valea. The Slayer in me seeks death. Der Düsterberg brennt. Smaug ist erwacht. Standing here. Let us begin. Let us be about this. Mehr Ausbau? Nein. Jetzt geht's doch gerade wieder in unsere Richtung. Über 1300. Wir müssen jetzt erstmal Karak Drong einnehmen. Den Schwarzfels nehmen wir auch ein. Wir machen den jetzt platt hier unten. Vor allem hier in den flachen Regionen, wo wir uns relativ schnell bewegen können. Mit unserem kurzen Bein. Guck mal, Mordor ist doch auch hier. Plus 5% für Infanteriegeschwindigkeit.
Unterhalt für Langbärte reduzieren um 5%. Das kann sich sogar richtig gut lohnen. Na komm, erstmal öffentliche Ordnung. Da sind wir gerade so halbwegs stabil. All here are honored Dwarfkin. Was willst du denn von mir? Ein Schutzbündnis. Ach, das heißt bestimmt, dass du gleich in den Krieg bist. Aber es kommt mir halbwegs gelegen. Indem du mir nicht ein bisschen Kohle gibst, kann ich mit meiner negativen Bilanz noch ein bisschen länger überleben. Sabotage, mein Fürst. Eine feindliche Macht hat einen Helden entsandt, um eure Herrschaft zu sabotieren. Dies ist ein Kriegsakt, der geahndet werden muss. Heldrückgriff bei Karas A. Die mächtigen Technikusge hat ihr einem ihrer besten Tüftler aufgetragen, die Werkstatt dieser Feste zu inspizieren, da sie bedenkliche Gerüchte über Innovationen gehört haben. Nach seiner Ankunft ist er von der Arbeit so beeindruckt, dass er sich entschließt zu bleiben. Hm, ist schön hier. Hier bleibe ich. Mauern beschädigen, Korruption, Tüftler Attentat, Sabotage zupacken, modifiziert Baukosten der Provinz um minus 10% und kann dem Kampf beitreten. Toll, und der kostet mich vor allem wieder 250 Unterhalt mehr. Yes, my oath is intact. The axe thirsts for war. Moving! Onward, there will be blood! So, holen wir uns unseren Besitz wieder. Aye, but the axe of Dargo demands blood. Knochenstandard, Magieresistenz plus 25%. Erobert und besetzt die folgende Siedlung. Charakdron. Sehr gut. Direkt die Försterhütte rausziehen. Und lass uns eine Wachkammer hier hochziehen. Summon me if you dare. I am the Slayer King. I. Wird gefragt, ob ich das erste Fazit zum Game geben kann. Ja, kann ich. Ach, du weißt bestimmt jetzt. Ja, mein Fazit wäre eigentlich schwieriger als die anderen Total Wars, finde ich bis jetzt. Kann auch sein, dass ich einfach nur Pech habe. Aber cool. Also ich mag es sehr. Auch das Ausrüsten bzw. das Upgraden von Helden und Ausrüsten und alles drum und dran, das ist echt mal was anderes. Was man in Total War noch nicht so kannte. Und es geht wieder mehr um Schlacht, wirklich. Obwohl ich finde, ich weiß nicht, ob die KI zu stark ist oder ich einfach zu doof. Leider keine Midgame-Einheit zum Midgame-Einheit ist jetzt zum Einsatz gekommen, ja. Blablub, blablub. Und ja, wir gehen gleich auch wieder fighten. Jetzt lass mal eben Charakdron ausbauen. Warum willst du euch so unbedingt mit mir ins Bündnis treten? Der legendäre Kommandant Thorgrim Grollbart ist angekommen. Er kann jetzt rekrutiert werden und eine Armee in die Schlacht führen. Das ist gut. Ready. Let us begin, as the High King commands. Holen wir die auch mal da durch den Berg.
Ah, scheiße, minus 185, das kann ich mir nicht mehr leisten. Momento mio, du willst doch mit mir unbedingt hier Liebe machen. Let's hear what you have to say. We'll hear it before. Konfrontation beitreten mache ich, glaube ich, nie wieder. Es ist echt ätzend, dann die bei sich drin zu haben. Es bringt nur Probleme, weil ich glaube, da war ich dann einfach überfordert. Geil, vorhin hat es noch abgelehnt mit viel weniger. Mit 900 wollte ich nur, jetzt nimmt das an mit 1500. Diplomatie ist eh nie zu verstehen bei Total War Spielen. Deshalb bin ich da eigentlich ganz entspannt, egal was da gerade so passiert. So, du trittst auch der Armee hier bei. Ich denke mal, der Technikus wird einer sein mit der Flugeinheit. Wenn mal drei Add-ons kommen, also es wird gerade im Chat geschrieben, es soll vielleicht drei Add-ons geben. Keine Ahnung, ob es das geben wird. Man wird sehen. So, Schwarzgift ist ausgelöscht, die kennen wir auch noch vom Kampf mal. Aber das Problem wird sein, wenn du eine neue Fraktion hier einfügst zum Spielen, die werden wahrscheinlich auf der Karte hier nicht funktionieren. Erstmal. Weil dafür die Startbedingungen wahrscheinlich zu unterschiedlich sind oder zu schlecht. Ich weiß es nicht. Wird man sehen. Man wird sehen, was passiert. Erstmal ist es ein ganz gutes Spiel geworden. Und wenn das Game als Trilogie geplant ist, umso besser. Eisenfluchkrone erhalten. Wurde auch direkt einem Charakter zugefügt. Warum hast du damals eigentlich die Rüstung nicht genommen mit dem Drachenhelm? Du hast die doch sogar erkämpft. Aber du behältst den Stärketrank. So, da ist die Wachkammer fertig. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Garnisonen hier. In der Stadt. Weil hier unten haben wir ja noch den Schwarzfels und die Eisenfelsen. Ach du Kacke, die Orks sind ja hier im Süden komplett. Bis ich die ausgelöscht habe. Und im Norden haben wir die Blutsperre dann hier noch, ne? Hm. So ein Blödsinn. Mir fehlt es auch einfach an Ressourcen. Also an Geld. One rug. Oh nein! Habt ihr gesehen, was passiert ist? Die Fraktion hat sich der anderen angeschlossen. Die Schorfaugen gehören jetzt zu den Grünhäuten. Ihr Penner. Boah, da haben die 16 Siedlungen schon.
Bedeutet für mich, wenn der hier ankommt, wischt er mit mir erstmal den Boden auf. Ihr müsst eigentlich im Norden die Zwerge aufhalten. Nicht die Zwerge, sondern die, die Speere. Geh du mal eben hier rein. Yeah, wir machen plus 34. Im Schwarzfeld sind auch erstmal 8000 Einheiten hinterlegt. Eigentlich müsste ich ein paar Einheiten aufgeben, um irgendwas zu machen, dass ich mehr Ressourcen kriege. Da war eigentlich hier oben total super der Düsterberg mit der Goldproduktion mit plus 900. Jetzt stehe ich hier. Mit runtergelassenen Hosen. Speak, Dwarf, before I have you killed. Honor to your ancestors. Am Arsch, Konföderation. Entschuldigung. Ich treffe einfach niemanden, den ich zum Handeln überreden kann. Let us begin. So, Anfängerschmied. Das bringt uns ein bisschen mehr Geld ein. Am Todespass, nee, an Eisenfelsen haben wir die Eisengrube gebaut. Was habe ich jetzt gelesen mit, ach so, doch, Todespass, das ist wahrscheinlich die Umgebung hier. Durch den Gewaltmarsch werde aber müde vorne. Wenn ich mir das mal leisten könnte. Ich muss einfach die südliche Grenze jetzt sichern. I must fulfill my Slayer oath. Aye, I'll move. The axe thirsts for war. Ich sehe übrigens die ganze Zeit im Augenwinkel, wie der Chat einfach pling, pling, pling macht. Es tut mir echt leid, dass ich nicht permanent da auf alles antworten kann, aber es ist wirklich... Ich muss auch ein bisschen gucken.
Sind übrigens immer noch 400 Zuschauer. Krasser Scheiß. Das alles nur, weil keiner spielen kann aktuell, außer ich und ein paar andere. Schießt 8 der folgenden ab. Aktuell Anzahl 9. Groll, achso, ist auch abgehakt. Onward. Oh, ist das schön. Ist das schön, der unterstützt mich ja wirklich. Der belagert gerade den Steinminenturm. Und wem gehört hier die Bittersteinmine? Hagnoten. Faust, dirty scum. What's got your beard in a twist? I don't want to talk to you, stunty kid. Dann kann der nämlich ein bisschen beschäftigen gleich. Während ich nur die eine Million lasse und die Reste hin schicken da oben. Ach, da kommen die Grünen heute. Und die wollen direkt zu den Eisenfelsen. Opal-Amulett, Schadenresistenz plus 22%. Pa! Moment. Doch, pa! Du kriegst den. Was ist das? Eine Sollgrube. Noch mehr Ressourcen für den Imperator. So, du gehst zurück. Du musst dich gleich auch mal bewegen. Gitterbarträuber. Das war klar. Ich hoffe, jetzt durch die eine Schlacht kriegt er keinen Warg. Ich habe einen Gnoll erteilt, da ich Untote besiegen soll. Beziehungsweise einen Groll. Ich krieg die Sachen ja nie los. The wisdom of Valea. I am the Slayer King. To war. So, ihr schlagt mein Lager auf hier vorne. Oh ja, sa ba 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 da ba da. Alles zu teuer, ich bin einfach nur arm. Keine Kohle. Zwerge ohne Geld, kein Wunder, dass die so unglücklich sind.
Geschichten aus vielen Kriegen. Plus 2 Einheiten Erfahrung für die Langbärte. Na komm, machen wir Marschli, dann werden die schneller. Zwar nur 5%, aber egal. Die Orks werden wohl hoffentlich nicht kommen, weil da die Armee ist von meinem Kollegen. Avaland wurde ausgelöscht. Der Herr da unten ist in seinem Gebiet geblieben. Finde ich gut, dann können wir den Held nämlich ausschalten. Very well. The axe thirsts for war. Beards in belts. What? Oh, jetzt komme ich nicht daran, weil der im Weg steht. On to glory, to I the must ancestors. Fulfill my Slayer oath. My command is attack. So. Bevor wir den Orks jetzt nochmal in den Popo puppen, werde ich jetzt aber auf Klo gehen. Kurzer Break.